Täglich zwischen 12 und 15 Uhr geht Rocco seinem Hobby als Höhlenforscher nach und ist auf der Route 2 in Dickdas Höhle zu finden. Eigentlich ein bisschen komisch, weil da hauptsächlich doch Boden-Pokémon sind, dachte ich. Naja, egal. Wir gehen mal hier rein, denn am Eingang von Route 2 befindet er sich. An Orten, wo ich ringsherum von Felsen umgeben bin, fühle ich mich wohlbehütet und sicher. Geht's ja genauso wie mir? Übrigens, wie wär's, wenn wir Telefonnummern austauschen? Sehr gerne, Rocco! Mit dir will ich auf jeden Fall mal wieder kämpfen. Ruf mich unbedingt samstagabends an, ich bestehe darauf. Okay, können wir machen. Kein Problem. So, wer als nächstes? Misty, okay. Ladies and Gentlemen, Nummer 10, Misty. Jeden Spätnachmittag zwischen 16 und 18 Uhr auf der Route 25, wo sich Suicune befindet. Da ist sie. Ich schaue mir immer gerne das Abendrot an. Davon bekomme ich immer den Ehrgeiz, auch morgen wieder alles zu geben. Ach ja, willst du vielleicht meine Telefonnummer? Ja, natürlich. Mr. T hat Mistys Nummer im Pokécom registered. Wenn du Lust bekommst, nochmal gegen mich zu kämpfen, dann ruf mich doch einfach Mittwoch früh wieder an. Alles klar. Gut, dann, ach ja, Major Bob. Um Major Bobs Telefonnummer zu bekommen, müssen wir erst einmal in den Vertania-Wald. Denn, er befindet sich täglich zwischen 9 und 12 Uhr, meine ich. Oder war das zwischen 9 und 12 Uhr? Ich schaue nochmal nach. Zwischen 9 und 12 Uhr auf der Route 10 vor dem Kraftwerk. Und zwar, wenn A. Zapdos gefangen wurde und B. man ein Pikachu an erster Stelle im Team hat. Und das kann jetzt ein wenig dauern, würde ich mal sagen. Deswegen genießt einen schönen kleinen Zeitraffer, wenn das allzu lange dauert. Wie ich soeben herausfinden musste, stellt sich die Jagd eines Pikachus in Pokémon Soul Silver als Beschiss raus. Denn es taucht nur nachts hier auf. Geil, oder? Hm? Finde ich richtig geil. Also, dann wollen wir mal. So, nachdem wir Pikachu nun endlich gefangen haben, ich die Uhr wieder umstellen durfte, sind wir hier jetzt an der richtigen Adresse. Route 10, das Kraftwerk und das Pikachu muss an erste Stelle. Oh, Salut, das Pokémon, das du da für dich stramm steht, ist ein Pikachu. Die verehre ich. Ausgezeichnet, Rekrut. Ich werde dir meine Telefonnummer verraten. Du willst doch, dass ich sie dir verrate, oder, Rekrut? Ja, warum nicht? Sehr gerne. Anfragen wegen Pokémon-Kämpfen werden grundsätzlich ausschließlich Freitag früh angenommen. Boah, danke. So, wer ist als nächstes dran? Ja, ist mir auch egal, Hauptsache die werden alle durchgenommen. In Prismania City am Springbrunnen kann man jeden Samstag und Sonntag zwischen 14 und 17 Uhr Erika antreffen. Und zwar, wenn sie mit Jasmin plaudert. Du, sag mal, Jasmin, stimmt es, dass dir Bianca aus der Arena von Ducatia City vorgeworfen hat, du würdest dich anziehen wie ein Mauerblümchen? Ja, das ist wahr. Deshalb hatte ich auch schon beschlossen, an diesem Wettbewerb in Sinnoh teilzunehmen. Ich dachte, so könnte ich mein Image etwas aufpolieren. Und wie ist es so gelaufen? Ach, weißt du, ich hatte einfach nicht genug Mumm, um teilzunehmen. Oh, verstehe. Wie wär's, wenn du dir stattdessen einfach mal ganz unverbindlich ein paar umwerfende Outfits anprobierst? Oh, keine schlechte Idee. Auf diese Weise kann ich mir auch genügend Mut für den Wettbewerb antrainieren. Wie wäre es zum Beispiel, wenn du es mal mit einem azurblauen Korsett und einem Mantel für oben drüber versuchst? Was? Meinst du das im Ernst? Mit so einem Outfit würde ich mich ja wie zu Tode schämen. Na gut, na gut. Sandra aus Ebenholz City schämt sich. Gut, gut. Wird alles notiert.
Oh Mann, du bist echt gemein, Erika. Hallo Mr. T, wollen wir Telefonnummern tauschen? Ja, bitte. Deswegen bin ich auch hier. So. Sonntagmorgens kann ich mir eigentlich immer frei halten. Ruf mich mal an. Ruf mich an. Oh Gott, nein. 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 Was habe ich gesagt? Nein. An der Siegesstraße, zumindest im Rezeptionstor, wartet Janina zwischen 16 und 18 Uhr auf ihren Papa, um ihm was zu essen vorbeizubringen, weswegen ich sie mal hier abfange. Ich bin gerade unterwegs, um Vater sein Abendessen zu bringen. Gehört man erstmal zu den Top 4, hat man Tag und Nacht jede Menge um die Ohren. Ach ja, wollen wir Telefonnummern austauschen? Sicher. Gut. Janina, wann hast du Zeit? Montagabend. Geil, gut. Dann geht's weiter. Jeden Freitag kann man in Oliviana City, Jasmin treffen, und zwar hier am Pier. Manchmal bekomme ich einfach Sehnsucht nach dem Meer, weißt du? Ach ja, ich glaube, ich würde gerne mit dir Telefonnummern austauschen. Bist du dabei? Natürlich! So, wenn du Sonntagmittags bei mir durchklingelst, kann ich unser Treffen ganz hoch auf meine Prioritätenliste setzen. Ja, das hört man doch gerne. Jeden Dienstag kommt Pyro auf die Zinnoberinsel und schwelgt in Erinnerungen. Irgendwann kommt der Tag, an dem hier auf der Zinnoberinsel wieder meine ganz eigene Arena stehen wird. Komm, lass uns Telefonnummern austauschen. Okay, lass mal überlegen. Wie wäre es mit Dienstagmittag für unseren nächsten Kampf? Oh ja, sehr gerne. Last but not least, die langwierigste, nervigste und ätzendste Nummer von allen. Blau. Ja. Was muss man dafür machen? Man muss 7 Pokémon-Schönheitsbehandlungen bei Blaus Schwester Sarah machen, in seinem Haus in Alabastia. Diese kann man täglich zwischen 15.01 Uhr und 16 Uhr machen. Gehen wir einfach mal nein. Hallo, gutes Timing, ich war gerade dabei, Tee zu machen. Nanu, dein Pokémon-Team scheint sich etwas schmutzig gemacht zu haben. Wenn du sie ein bisschen hübsch machst, steigt ihr Glanz. Dadurch werden sie hübscher und auch zutraulicher. Was sagst du, soll ich sie ein wenig für dich aufstylen? Ja, aber gerne. Welches Pokémon soll ich verschönern? Mach mal Night. Night scheint es sehr zu genießen. Ist es nicht wunderschön geworden? Ja, es ist ja so ein süßes Pokémon. Gut. Damit hätten wir bei Blau den ersten. Warte mal. Da schreibe ich mir jetzt hier immer die Nummer in meine Excel-Tabelle auf. Und 2 kann ich aktuell machen. Von daher, Gespräch Nummer 2 mit Sarah Eich. Bitte aufstylen. Die Nummer 3. Und natürlich wieder Night. Nummer 4. Und dasselbe Spielchen wie immer. Bin ich froh, wenn die Kacke rum ist. Aber wir haben mittlerweile mehr als die Hälfte sogar jetzt schon. Tag Nummer 5! Und mal wieder Night. Bisschen hübscher und zutraulicher machen. So. Boah. Nummer 6.
Und danach ist nur noch einmal und dann haben wir es geschafft. Und dann mache ich erstmal eine Pause mit Telefonieren oder Telefonnummern sammeln, weil das war mir dann echt zu anstrengend. Ja, einmal noch. Und ein allerletztes Mal. Ein Besuch bei Sarah. Okay, was ich noch sagen wollte, ich werde nicht gleich alle Rematches machen. Ich werde mir das noch ein bisschen aufschieben. Denn, ja. Du bist wirklich sehr auf gepflegte Pokémon bedacht, was? Also gut, ich glaube, ich gebe dir die Nummer meines kleinen Bruders. Ja, gib her. Endlich alle Nummern. Boah. Er ist zwar ein bisschen ungehobelt, aber er fühlt sich schnell alleine. Erreichen kannst du ihn... Ja, ich glaube, er sagte, dass er immer Sonntagabends erreichbar sei. Hihi. Ja. Will die große Schwester ihm ein paar Freunde machen. Okay. Ja. Ich weiß noch ehrlich gesagt nicht, was ich als nächstes mache. Denn es gibt ja noch ein paar Dinge, die ich tun wollte. Halt unter anderem den Pokéathlon. Und auch die... Naja, ihr wisst schon... genau, das Schiff wollte ich noch ein paar Mal machen, denn da gibt es auch noch ein paar Items, die für Arceus sehr interessant sind. Und dann, was haben wir noch? Da haben wir noch ein paar Legis. Die Rückkämpfe und dann das Grande Finale wird auf dem Silberberg stattfinden. Bloß in welcher Reihenfolge mache ich jetzt weiter? Ich weiß es nicht. Sagt es mir doch, beim nächsten Mal. Pokémon Zeus Silber, schön gemacht. Das war's, morgen ist nichts mehr. Tschüss.